Das wird nicht reichen. Ich werde es aber probieren. Okay, nee. Neuer Versuch. Ja, es ist jetzt doof, dass ich jetzt von hier anfangen muss. Gebe ich zu. Ich versuche jetzt, denen zu entkommen. Statt mich mit denen zu duellieren. Mit etwas Glück bleibt mir dann mehr Leben übrig. Nee, so nicht. Moment mal. So, ich nehme erstmal den Colt und danach wechsle ich auf die Schrotflinte, wenn ich in den Nahkampf gehe. So geht's nicht. Ich kann auch, glaube ich, die Musik mal wieder lauter machen. Hauptsächlich, weil es gerade keine Musik gibt. Aber einen schönen Ausblick. Der mir aber jetzt egal sein kann. Noch ist immer noch keiner da. Katzen. So. Der mit dem Gewehr, der kann gefährlich werden. Jetzt gehe ich auch erstmal hier runter. Ohne Leben zu verlieren, hoffentlich. Sehr schön. Ich will jetzt... So, ja, es hat jetzt viel Schuss gekostet, aber... Ich guck mal ganz kurz zurück. Ne, ich glaube, da kommt keiner. Shit. Jetzt bin ich schon unten. Das ist doof. Alter, ich habe den doch voll ins Gesicht geschossen. Schrotflinte ist super. Haben wir nicht irgendwo hier was, was ich geil finde? Colt. Ah, shit, 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 shit. Hoch mit dir, hoch mit dir. In das Gewehr. Ernsthaft jetzt? Come on. Sehr schön. Okay, ich bin leer geschossen. So viel dazu. Ja, ohne Leben zu verlieren. Ne, geht's so, geht's auch. Ich wollte eigentlich da hier auf das Brett hochspringen. Hat aber nicht ganz funktioniert. Okay, okay, okay. Ich guck mal ganz kurz durch. Alle Waffen nachladen. Ja, das auf jeden Fall. Das Blöde war, das Gewehr konnte ich auch nicht mitnehmen. Weil... Oh doch, ich kann es mitnehmen. Gerade hat er es... Als ich das weggewechselt habe, hat er es einfach wieder fallen gelassen. Hat mich jetzt voll irritiert. Ich dachte, ich muss es so mitnehmen. Wie kann ich eigentlich... ins Waffenmenü... Das ist Inventar. Das war U. Springfield-Gewehr. Ja, das kann ich eigentlich dann liegen lassen. Ablegen. X. Moment mal. Ne, ich gehe mal kurz auf die Steuerung. Fahrzeug. Nee. Spieler. So. Nachladen. Ablegen. Rück. Okay. Ich nehme ihn trotzdem mal mit. Moment mal kurz. So. Ah, ich hatte Feststelltaste aktiviert, deshalb ist er nicht gerannt. Na gut. Ich finde, hier wäre Musik ganz gut. Ah, guckt mal einer an. Da haben wir das Problem.
Wo ist die Schrotze? Ich nehme das Ding hier mit. Ich glaube, das wird sich dort nützlich erweisen. Ich kann mich aber auch voll irren. Oh boy. Ist es mein Wagen? Das ist mein Wagen. Zumindest bin ich mit so einem Wagen hergekommen. Also ich würde sowas nie im Leben machen. A, ist es ein Holzleiter? Also ob die nicht vielleicht ein bisschen bröcklich ist. Und vor allem, ich habe einfach so krasse Höhenangst. Also ich würde mittendrin erfrieren. Gerade wenn man auf einer Flucht ist, wo man auch abgeballert wurde. Zuvor, da, also wer macht das? Wow. Und das kann natürlich auch passieren. Abrutschen. Und na. So, wenn ich jetzt Waffe, Munition für die Waffe kriege, wäre ich jetzt ganz schön happy. Wobei das eher unwahrscheinlich ist, weil ich befinde mich hier, glaube ich, in einer Kirche oder sowas in der Art. Oder ein abgerissenes Gebäude. Aber es sieht, hat so kirchenähnliches Dach. Kann ich eigentlich noch mehr? Na, ich frage mich, ob. Ich guck mal später, ob ich hier Leben holen kann. Was jetzt? Und wurde unerwartet von uns genommen. Der Herr empfängt seine Herde mit offenen Armen. Und solche wie Billy werden selig ins Himmelreich aufgenommen. Billy war ein guter Sohn, Bruder und Freund. So werden wir alle seiner gedenken. Und für seine Erlösung beten. Für ihn, der Gutes getan hat. Und jetzt möchte Billys Freund, der ihm in den letzten Momenten seines kurzen Lebens beigestanden hat, ein paar Worte sagen. Komm, mein Sohn. Vielen Dank, Vater. Sie wissen, dass ich Billy heute die letzte Ehre erweisen möchte und ihm sagen will, dass er für mich wie ein Bruder war. Und dass sein Tod ein großer Verlust war. Was soll... Ich war bei seinem Tode anwesend und... Wie? Das ist der Mann! Das ist der Bastard, der Billy getötet hat! Oh. Mach ihn fertig! Das ist aber ganz schön ungünstig. Den Boden, Vater! Wir haben ja passenderweise schon erwähnt, dass heute seine Beerdigung ist. Dass wir sie aber platzen würden, war ja eigentlich so nicht geplant. Okay, das ist jetzt eine ganz ungünstige Position. Andere Waffe. Zeig uns, was du kannst. Zeig nach. Krieg mich bitte. Ich hab Frau und Kinder. Tu's nicht. Lass mich bitte leben. Hinterm Sarg. Lass mich bitte in Ruhe. Okay, der ist weg. Nein, bring mich nicht um. Lass mich bitte leben. Ja, bleib da schön stehen. What the fuck? Okay. Lass mich bitte leben. Lass mich bitte leben. Ich bin jetzt verwirrt. Moment. Da ist einer. Die Waffe ist ganz geil. Die hat ordentlich Wumms. Nein, bitte verschon mich. Wo ist denn hier noch ein? Ach, da. Ich hab Frau und Kinder. Lass mich bitte leben. Ich treffe den, glaube ich, nicht richtig. Das schwierige Zielen hier ist schwieriger, als man denkt. Bring mich nicht um. Nein, bitte, verschone mich. Lass mich bitte leben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Nein, Gnade, bring mich bitte. Okay, weg hier. Okay, weg hier. Runter. Lass mich bitte oh, oh. Oh, oh. Der hat eine Schrotflinte. Die kann ordentlich Schaden machen. Oh.
Das war gut. Das ist noch besser. Ich habe Frauen und Kinder. Du es nicht. Frauen und Kinder. Lass mich nicht. Bitte leben. Bei Gnade, bring mich bitte nicht um. Frauen und Kinder. Du es nicht. Nein, das wollte ich gar nicht. Ich lade mal nach. Oh, ist 8 Schuss in dem Ding. Nein. Alter, der Typ mit der Schrotze ist gefährlich. Ein Leben hatte ich übrig. Oh. Ich bin es nur. Mein Sohn, nicht schießen. Ich bin unbewaffnet. Was hast du getan, mein Sohn? So viel Leid, um welchen Preis? Gott wird dir vergeben, aber dies ist schrecklich. Weißt du nicht, dass Mord die größte Sünde ist? Ich weiß, Vater. Aber irgendwie habe ich alles versaut. Ich habe irgendwo einen Fehler gemacht. So viele Menschen starben ohne Grund. Sie hätten in ihrem Leben viel erreichen können. Vater, diese Menschen waren Verbrecher, Lumpen, Mörder. Der Tote hier vorn wollte mein Mädchen vergewaltigen. Vielleicht hat Gott es so gewollt. Viele Menschen werden jetzt ein leichteres Leben haben. Ja, die Wege des Herrn sind unergründlich. Aber was ist mit dir? Kannst du dir selbst ins Gesicht sehen? Du kannst das Blut an deinen Händen niemals abwaschen. Das weiß ich, Vater. Sieh dich um, so eine Verschwendung. Wir müssen die Kirche erneut weihen lassen. Alles ist zerschossen. Ich kann meine Gemeinde hier nicht einlassen. Was soll ich tun? Vielleicht hilft das hier? Beten Sie für meine Seele, Vater. Ich werde es brauchen. Das werde ich, mein Sohn. Das werde ich ganz sicher. Dieser geldgeile Priester. Nebenbei gesagt, Vater, Ihre kleine Rede über Billy. Ich wundere mich über eure Wahrnehmung. Billy war kein so guter Mensch und er tat auch nichts Gutes, als er am Leben war. Oh Gott, nicht im Ernst. Nicht im Ernst, ich habe ein Leben. Ich musste nur einen Unfall bauen. Und bin tot. Aus Versehen Unfall bauen, wohlgemerkt. Und das passiert bei mir schon mal. Ja, wenn mich gleich rammt, dann bin ich down. So, ich bin auf manuell gegangen. Das hat zum Glück kein Leben abgezogen. Ich habe das Gefühl, ich werde gleich nochmal neu laden müssen. Oh boy. Ich meine, solange es funktioniert, dann bin ich ja zufrieden, ne? Oh, oh. Das musste leider sein, der Herr. Ich bleib jetzt einfach mal hier. Weg da. Come on, go, go, go. Jetzt nicht weiter geradeaus fahren, weil da ist schon die Polizei. Wo soll ich denn hin? Ich hänge die so nicht ab. Da ist die Bullerei. Ich sehe sie. Rückwärtsgang. Oh fuck, ich muss auf Automatik schalten.
Komm. What the fuck, warum? Ach nee, ein Trop auf der Straße hat mich gesehen. Wow. Ja, da ist noch einer. Wow. Ich muss aus dem Gebiet hier abhauen. Das ist alles zu nah dran an den Geschehnissen. Deshalb werde ich wahrscheinlich auch nicht dieses Gesucht-Ding los. Komm. Irgendwo auf eine Seitenstraße abbiegen und dann versuchen zu entkommen. Komm. Ist es das? Ich bleibe mal hier stehen. Okay. Also, wenn es geht, würde ich noch eine Karre von Luca besorgen. Ich mache mich also in Richtung Luca schon mal unterwegs. Come on, bitte, bitte, bitte. Jetzt darf keine Polizei erscheinen. Yes! Eieiei. Na, ich guck mal einfach mal nach, ob der irgendwelche Sachen hat. Ein scheiß Leben. Ich frage mich jetzt, ob ich irgendwo hier Leben erhalte. Und wenn ja, dann wo? Gab es nicht irgendwo hier im Norden? Moment mal, erstmal kurz. Kumdall. So. Also hatte ich gerade keine Zeit. Also hier gab es doch irgendwo vielleicht ein Krankenhaus oder so. Wo es dann vielleicht davor ein Medipack gab. Ich werde es jetzt einfach mal probieren, unbeschadet hier vorbeizukommen. Und vielleicht hat er ein Medipack bei sich. Das wäre ganz geil. Kann ich das eigentlich wegpacken? Ja, kommt von mir aus. Ist es halt weg. Der ist hier gar nicht, ne? Ne, der ist hier gar nicht. Na gut. Umso besser. Aber was heißt umso besser? Aber ne, falls er einen Wagen für mich gehabt hätte, hätte ich den auch genommen. Wobei, es hätte auch sein können, dass ich mich damit in Gefahr bringe. Wie jetzt zum Beispiel. Komm, go, 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 go. Der muss gerade umdrehen. Das ist meine Chance. Ich bin schneller als er. Glaube ich zumindest. Der Wagen hier ist eigentlich ziemlich schnell. Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Ja. Okay, das hat kein Leben abgezogen. Das ist gut. Ich glaube, das ist, weil ich nicht frontal dagegen gestoßen bin, sondern nur seitlich. Ich meine zumindest, dass ich das gerade gemerkt habe. Dass es in dem Fall keinen Schaden gibt. Nur frontal. Was gut ist. So könnte ich das hier überleben, nämlich. Oh. Na komm. Oh, ich werde jetzt auch direkt verhaftet. Oh oh. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Okay, wenn die anfangen auf mich zu schießen, habe ich ein ganz großes Problem.
Alter, Bahn bleibt nicht da stehen. Einfach nur lebend nach Hause kommen. Das ist gerade mein Ziel. Rein, 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 rein. Oh. Yes. Yes, yes, yes. Na gut, gucken wir mal, was jetzt noch passiert. Oder die Folge ist vorbei, weiß ich nicht. Kann sein, dass noch eine Katzin kommt oder auch nicht. Sie machen Witze, oder? Wie konnten Sie das schaffen? Das war alles andere als gut. Billys Vater, der Stadtrat, war ziemlich sauer auf uns. Und er war Morellos Busenfreund. Ohne die Hilfe der Mafia hätte er sein Amt niemals bekommen. Außerdem begann ja die Polizei auf uns zu hetzen. Also hatten wir jetzt die Gangster und die Bullen gegen uns. Ah, kommen Sie. Hey, beide Seiten haben davon profitiert. Die Polizei stand gut da bei der Verbrechensbekämpfung und kassierte gleichzeitig dicke Prämien von Morello, den sie dafür in Ruhe ließen. Und mit der Hilfe der Polizei konnte Morello seinen größten Gegner eliminieren. Eine ideale Situation. Und für uns liefen die Dinge schlecht. Salieri hat eine Menge Kohle verloren. Und ich fühlte mich nach all dem Morden auch nicht allzu gut. Es schien mir, als hätte alles keinen Sinn. Und dass ich das Leben so schnell und so intensiv wie möglich auskosten müsste, wenn es so leicht war, sein Leben zu verlieren. Vielleicht begannen Polly und ich deshalb mit dem Trinken. Sie haben nicht vielleicht die Nerven verloren? Mein Leben bestand nur noch aus Mord, Verbrechen und Alkohol. Mein Gott, Vorsicht! Hätte Frank mir da nicht rausgeholfen, wäre es nicht gut ausgegangen. Es war verrückt. Aber plötzlich war er da und wollte mir helfen. Kannst du mich nach Hause mitnehmen, Tommy? Sicher, Frank. Steig ein. Na, wie steht's bei dir, Tommy? Ach, ist schon okay, nur... Aber... Ach, nichts. Ich hab gehört, Pauli und du, ihr genießt das Leben. Ihr zwei habt euch in der Stadt einen Namen gemacht. Muss was mit unserem Geld zu tun haben. Wenn du nicht als ein Wrack enden willst, Tom, musst du deinem Leben einen Sinn geben. Was? Willst du mir etwas über den Sinn des Lebens predigen? Ich habe ein paar gute Jungs gesehen, die mit ihren Problemen nicht klarkamen und vor die Hunde gingen. Normalerweise wird man wegen Geld umgelegt oder man wird verrückt und all die Freunde und hübschen Damen sind plötzlich weg. Wie auch immer. Der Don braucht keine Säufer mit zittrigen Händen, die für ihn arbeiten. Solche Leute machen nur Schwierigkeiten. Wenn du nicht aufpasst, bringt dich als nächstes dein bester Freund um, ohne mit der Wimper zu zucken. Was soll ich deiner Meinung nach tun? Na los, sei du selbst. Vielleicht dein Geld irgendwo investieren. Ich könnte dir ein paar Tipps geben. Hör auf mit den Partys. Geh sonntags mit dem Don zum Rennen. Versuch mit einem Mädchen ins Theater zu gehen oder ins Kino. Du hast viele Möglichkeiten. Und an wen denkst du da, Frank? Ein anständiges Mädchen will doch keinen Killer. Weißt du, ein Polizist tötet, um das Gesetz zu schützen. Und du stehst für unser Gesetz ein. Das ist das Gleiche. Wir stehen nur auf der anderen Seite des Zauns. Du bist kein Mörder, Tom. Denk dran. Nimm niemals Arbeit mit nach Hause. Das gibt nur Ärger. Und wo finde ich die Frau für mich, Frank? Ich dachte, du hättest was mit Luigis Tochter, Sarah. Ich finde, sie ist ein wundervolles Mädchen. Aber du allein weißt, wie weit du mit ihr gehen willst. Ich möchte einen Menschen wie Sarah nicht in Gefahr bringen, Frank.